Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video des Formats Lohnt sich eigentlich? Heute behandeln wir Call of Duty Modern Warfare Warzone. Das ist der zweite Battle Royale Teil von den Call of Duty Machern. Und der ist gestern rausgekommen. Ich habe es mir diese Nacht angeschaut. Es war eine lange Nacht, gerade 3 Uhr. Und ich erzähle euch ein bisschen. Bevor wir aber mit den Basic Facts zum Spiel anfangen, hier ein kleiner Disclaimer. Das Ganze ist ein erster subjektiver Eindruck. Das heißt, meine persönliche Meinung, meine Spielerlebnisse der ersten Stunden, aus den Erfahrungen, die ich aus anderen Battle Royale Titeln, die nicht ganz so wenig sind, mitnehme. Für euch kann das Spiel einen komplett anderen Eindruck hinterlassen. Das heißt, auch selbst wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt und ihr nicht ganz so sicher seid, ob es für euch zutrifft, spielt es lieber, ist kostenlos, ladet es runter, kann jeder von euch spielen. Kostenlos heißt, das Video ist überflüssig, lohnt sich natürlich, kostet ja kein Geld. Kostet aber eure Zeit. Fangen wir an. Warzone vereint wie jedes Battle Royale auch die bekanntesten Battle Royale Elemente in sich. Ihr droppt aus einem großen Flugzeug und startet mit dieses Mal sogar 150 Leuten auf einer relativ großen Map. Der spielbare Bereich wird im Spielverlauf immer kleiner, da quasi eine Zone, in diesem Spiel als eine Gaswolke dargestellt, euch allesamt immer weiter zusammengehend auf einen gemeinsamen kleinen Punkt treibt. Und am Ende des Tages gewinnt nur ein Trio. Und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, denn ihr könnt hier nur mit 3 Mann im Team spielen. Potenziell wäre das auch alleine möglich oder zu zweit, es gibt aber noch keinen Solo- und Duo-Modus. Dementsprechend ist hier das Trio am erfolgsversprechendsten. Meiner persönlichen Meinung ziemlich schade. Auf der einen Seite, weil ich sehr großer Fan von Squads bin, das heißt von 2-2-Aufteilungen, die taktische Möglichkeiten nochmal ein bisschen weiter ausweiten können, als auch, dass ich weiß, dass es viele Duo- und Solo-Spieler gibt, die eventuell auch lieber gegen Duos und Solos antreten würden. Trotzdem ist der Einstieg ins Spiel mit einer cineastischen Zwischensequenz unglaublich cool dargestellt und macht Lust auf mehr. Wird einem wahrscheinlich nach 3-4 Games so ein bisschen auf die Nuss gehen, für den Anfang aber hype das ganze Ding extrem. Landmann? Nee, du landest nur mit einer Pistole. Okay, Leute. Oh, das sieht schon geil aus, liebe Freunde. Nami's Dice. Okay, Leute. Macht euch bereit. Absprung ist in 3. Woo! Aber das ist eine Sache, die Call of Duty immer konnte. Darstellung. Auch das merkt ihr an den Sounds im Spiel, die sehr, sehr bombastisch wirken und sehr, sehr kraftvoll. Als natürlich auch Intro und Teaser, die schon Lust auf das Spiel gemacht haben. Ihr seid also nun ins Spiel gestartet und könnt quasi aussuchen, wo ihr droppt. Mit M öffnet ihr die Karte, um normalerweise dann auch zu sehen, wie verschiedene Orte heißen, wo ihr am besten droppen solltet. Sehr, sehr cool gemacht bei Call of Duty sind hier die 3D-animierten Namen, wenn ihr innerhalb des Flugzeugs seid. Das heißt, da wird jeder sehr schnell lernen, wo was wie heißt. Das ist halt super geil, dass die Namen über der Map so angegeben sind, Mann. Ich würde sagen, wir droppen late und gehen ganz hinten rechts hin, zu den Hills. Finde ich persönlich sehr cool, der damals wahrscheinlich die ersten 100 PUBG-Stunden damit verbracht hat, erstmal zu lernen, wo wie welche Stadt heißt. Ihr landet also mit einem sehr Arcade-lastigen Fallschirmsystem irgendwann auf dem Boden. Das ist übrigens ziemlich interessant, dass ihr manchmal öffnen müsst, teilweise wieder fallen lasst und dann wieder den Fallschirm öffnen könnt. Aber das ist Call of Duty, das ist alles fürs dynamische Gameplay und so fühlt sich's auch an. Das Waffenlooten an sich ist sehr ähnlich dem aus Battlefield 5. Bin ich nicht der größte Fan von, da die meisten Waffen mit F angeklickt werden müssen, um sie aktiv zu looten. Bei den Waffen gibt es dann insgesamt 5 verschiedene Qualitätsstufen, von grau zu grün zu blau zu episch lila, als auch zu legendär gelb. Umso besser eine Waffe in den Farben ist, umso mehr coole Aufsätze, bessere Scopes oder einfach ein größeres Magazin haben sie. Das macht das Equipen bei einer Waffe, wie zum Beispiel bei PUBG, überflüssig, was Vor- und Nachteile hat, ich persönlich aber ein Fan bin, da auch das sehr, sehr smooth wirkt.
Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das Looten teilweise unnötig lange dauert, weil ihr euch einfach auf dem Boden hin und her klickt und nicht den richtigen Gegenstand trefft. Da wünschte ich mir eigentlich eine Option, wo ich einfach nur Gegenstände reinziehen kann, wie zum Beispiel bei einem PUBG. Also dieses Fortnite-Battlefield-artige Loot-System werdet ihr nach ein paar Stunden ungefähr drauf haben. Das läuft auf jeden Fall. Die Items, die ihr aufsammeln könnt, werden natürlich auch vervollständigt mit den 1000 Perks, die ihr in Call of Duty natürlich alle schon kennt. Gasmasken, die euch ein bisschen vor der Zone schützen können, als auch noch verschiedene coole Gadgets wie eine Drohne, aber auch ein Geschützturm. Das ist natürlich Content, der auch über Patches erweitert werden kann, genauso wie Waffen an sich. Pretty nice. Dann kommt ihr in den ersten Fight in Call of Duty Warzone. Hier werdet ihr merken, das Ganze geht relativ gut von der Hand. Es ist ein vergleichbares Waffensystem wie in allen Call of Duty Modern Warfare. Das heißt, ein Rückstoß ist eigentlich nicht existent. Das wird Battlefield-Veteranen und besonders PUBG-Veteranen vielleicht nicht so ganz erfreuen. Call of Duty-Spieler werden sich aber direkt wie zu Hause fühlen. Lese, hab's ja gesehen. Willst du kommen? Gulag-Tisch. Ah, gedownt. Ist gedownt? Bist du noch am Leben? Hinter dir kommt einer von mir, unter dem Flügel. Das, was ich oben im Gulag zu tun. Unter dem Flügel, direkt neben dir, unter dem Flügel, hinter dir. Ich hab erwischt! Ach, ich wollte dich nicht schlagen, Bruder. Drei Worte dazu, schnell, dynamisch, actionreich. Hat mir persönlich aber sehr viel Spaß gemacht, da ich nicht das Gefühl hatte, Gegner halten unendlich viel aus. Das heißt, ein Feuergefecht im Nahkampf, dann liegt da auch jemand. Wenn ihr dann, was euch natürlich als gute Spieler nie passiert, doch einmal ein bisschen zu stark getroffen werdet, legt ihr euch erstmal auf den Boden. Das heißt, hier haltet ihr euch eure Wunde zu, verblutet mit der Zeit, könnt aufgehoben werden wie in jedem anderen Battle Royale Spiel auch. Aber es gibt hier in Call of Duty Warzone auch ganz andere Möglichkeiten, dass ihr wieder ins Spiel zurückkommt. Solltet ihr komplett sterben, haben entweder die Spieler die Möglichkeit, euch quasi wieder ins Leben zu kaufen für $4,500 an sogenannten Versorgungsstationen, oder aber ihr habt die Möglichkeit, euch selber für $4,500, wenn ihr am Boden liegt, euch wieder selbst hochzuholen. Und sollte das nicht funktionieren, dann wird es richtig, richtig geil, denn ihr kommt. Wenn ihr das erste Mal gestorben seid, beim zweiten und dritten Mal nicht mehr, aber wenn ihr das erste Mal gestorben seid, in den Gulag. Das heißt, diesen russischen Hardcore-Knast. Und das ist ein richtig geiles Szenario, wenn man vorher nicht wusste, was einen erwartet. Absolut insane. Du musst warten, kannst einem Zweikampf quasi erstmal zuschauen. Irgendwann kommst du in diesen Zweikampf selber rein, wo ihr die gleichen Waffen habt, du und dein Kontrahent, in einer mini-kleinen Arena euch gegenseitig richtig über den Haufen schießt und der Gewinner davon, der kommt wieder ins Leben zurück. Das funktioniert, wie gesagt, aber nur beim ersten Mal sterben, sorgt aber für Momente, die absolut geil und unvergesslich sind. Lass ich mal das andere zweistöckige hier rein. Oh Gott, die sind hinter dir? Ja. Einer down? Ich bin hard hit, ich muss... Komplett down. Rüstung auf, ich muss meine Rüstung auffüllen. Noch einer, da sind noch zwei. Wo? Einer down. Ist noch einer. Einer tot. Der andere ist noch bei dem... an dem Haus. Im Haus sind down. Okay, ja. Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Wo ist der hinter, ne? Hinter dem Haus vor der... Ey! Ich... Noch einer. Nein! Egal, Gulag, Bruder, wir machen Gulag. Ich bin Gulag, ne? Bist du auch Gulag? Beide, ja. Warte, wenn ich gleich zuerst drankomme, dann kannst du von oben zugucken und mir sagen, wo der Gegner ist. Hey, ich hab keinen Gulag mehr. Weißt du. Wenn du hier gewinnst, bin auch ein Gulag. Hier, ich spiel gegeneinander oder was? Nee. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Gut. Und noch ein Schuss. Oh nein! Okay, Ben, BOOM, Junge! Okay, das ist schon geiles Gefühl, würde ich sagen. Gulag Master. Ein Beispiel vielleicht aus meinem eigenen Erlebnis. Wir waren zu dritt komplett down, waren aber alle noch nicht gestorben und durften im Gulag um unser Leben kämpfen. Zwei haben versagt, einer hat's geschafft und... Nice. Ein Haus weiter wird schon gekämpft.
Gut, das war ja eine kurze Sache. Da reden wir nicht mehr drüber. Ist dann bei der Landung gestorben. Pech, aber wir sind halt auch kacke. Der Spielfluss von Call of Duty, wie könnte es anders sein, ist sehr, sehr schnell und dynamisch. Passt sich also im Endeffekt dem an, was ich schon vorher gesagt habe. Dadurch, dass ihr 150 Leute im Spiel seid, die Zone immer kleiner wird und ein Großteil der 150 Spieler auch irgendwo wieder ins Leben geholt wird, habt ihr eins: Action ohne Ende spätestens ab der zweiten Zone. Ihr habt viele Stadtgebiete, die dementsprechend alles auch mit vielen Leuten auf ein kleines Gebiet komprimieren können. Trotzdem, hier eine Kontrolle zu behalten, eine taktische Tiefe zu haben, ist gefühlt auf jeden Fall unmöglich. Du kannst einen besseren Spot hier irgendwo erangeln, aber du wirst niemals hundertprozentig wissen, wo wer gerade sein kann. Ich werde gepusht. Das ist ein Gebäude. Down. Ich bin hinten. Oh, hinter euch. Da ist noch einer hinter uns. Ja. Weil die Leute einfach sich zu schnell bewegen und eine unglaublich schiere Masse sind. Das, was wirklich entscheidend ist in Call of Duty Modern Warfare Warzone, ist euer persönlicher Aim und Skill. Schnelle Reaktionen, ein treffgenauer Schütze sein, das hilft hier enorm. Ein Spiel, was eigentlich nicht für mich gemacht ist. Ja, wir müssen auch, wenn wir darüber gucken, die kommen ja von hier durch den Wald, wenn dann, ne? Warte, ich platziere mein Trophy-System, dann können wir es wenigstens grenaden. Alter, es ist so groß in diesem Spiel. Wie im Krieg. Die fahren jetzt alle in die Zone rein, von daher. Da kommt einer unten! Da ist eine Drohne von vorne. Ich bin down. Du kannst sie aber hochholen, ich bin sicher. Zum Hochholen. Übrigens, um zum Ziel dann im Endeffekt auch zu gelangen, zu einem wunderbaren Chicken Dinner, könnt ihr natürlich auch Call of Duty übliche Fahrzeuge wie Buggies, Humvees oder Hubschrauber benutzen, die so ein bisschen Spiel und taktische Tiefe verleihen. Sind aber aus meiner persönlichen Sicht nicht ganz so super verbreitet in der Benutzung, außer man muss mal schnell in die Zone. Außerhalb des Menüs bleibt es ebenso absolut Call of Duty typisch. Viele Skins, der Level-Up, verschiedene Waffenränge, als natürlich auch Charaktere, die ihr freischalten könnt oder erspielen könnt oder auch erkaufen könnt, weil es ist ein kostenloses Spiel. Natürlich finanziert sich das über In-App-Käufe. Alles so, wie ihr es von Call of Duty erwartet und gewohnt seid. Mein persönliches Fazit und das nach Informationssuche im Internet als auch ein paar Stunden selbst gespielt. Der wirklich erste Eindruck. Call of Duty Modern Warfare Warzone hat hier den absolut richtigen Step gemacht und hat das Ganze Free-to-Play gemacht. Das bietet vor allen Dingen einen super leichten Einstieg, eine stabile Playerbase, weil immer mal wieder Leute dabei kommen und auch Leute, die vielleicht gar nicht normalerweise gespielt haben, dann beim Spiel beibleiben und natürlich investieren in Skins oder sonst was und das Spiel unterstützen möchten, weil es ihnen auf einmal doch gefällt. Für mich persönlich ist es trotzdem ein Spiel für nebenbei und als Abwechslung. Ich bin ja sehr E-Sport-affin, glaube aber nicht, dass der Battle Royale-Modus hier von Modern Warfare irgendwie langfristig im E-Sport Fuß fassen kann. Da fehlt einfach an vielen Stellen die taktische Tiefe und die Übersichtlichkeit. Für eine schnelle, actionreiche und coole Runde zwischendurch on-stream, als auch mit euren Freunden, ist das Ganze aber mehr als geeignet. Seid ihr Call of Duty-Fans, wird's euch gefallen. Bei mir persönlich bleibt's wie gesagt ein Spiel für ab und zu. Nico? Ja. Wir machen jetzt, willst du mal ganz kurz vor die Kamera und deinen Eindruck? Ich bin schon im Nachtclub. Ach so. Nico, wie findest du das Spiel, so aus deiner Sicht? Hat sich angefühlt wie Krieg. Hat sich angefühlt wie Krieg. In diesem Sinne, was ist eure Meinung über Call of Duty Modern Warfare Warzone? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Sagt ihr, yo, das ist ein Spiel, was ich langfristig spielen werde? Probiert ihr es vielleicht einfach nur mal aus und glaubt, dass es so ein Spiel für ab und zu ist, wie zum Beispiel bei mir? Oder sagt ihr, Call of Duty Battle Royale Warzone, das klingt absolut nicht nach meins. Ich bleib lieber bei Spiel XY. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch abonnieren und die Glocke aktivieren, um wirklich bei jedem neuen Video, wie zum Beispiel dem hier, aktiv benachrichtigt zu werden, als auch selbstverständlich den Daumen nach oben hier zu geben unter dem Video. Das kostet euch keine Mühe und mir, ich brauche Klicks, Leute, ich brauche Klicks. Leute, hier. Wir brauchen mehr davon. In diesem Sinne, haut rein, schönen Tag noch, ne? Finger weg von den Drogen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Buddy. Tschüss!